Ich mach mal schnell einen Barrel für die. Jetzt übertreibst du aber. Soll sparen. Ich übertreib doch nicht. Was sechs Kann man Stück die drin vielleicht gerade. direkt am Reaktor anschließen? Was denn Die, wie? den Tesserakt? Oder haben wir schon einen in der Base? Tesseract haben wir irgendwo, ja. Oh, super. Was genau macht der schnell nochmal? Energie teleportieren. Und Ach alles so, Mögliche genau. teleportieren. Ah. Ich Wo weiß, ist denn dass ich irgendwo der? einen hingebaut habe. Irgendwo, wo eine wo eine Lava und eine Energieleitung sich kreuzen. Wahrscheinlich hier irgendwo drunter. Wahrscheinlich, ja. Oh Gott. Weißt du noch, auf welcher Frequenz der war? Ah, warte, auf 1. Okay. Hallo, Enderman. Nee, das war hier bei den Smetrics, glaube ich, irgendwo. Ja, dann gehe ich schon mal hinter zu den Bienen und guck mal, ob ich da irgendwo ein Signal empfange. War doch hier. Da. Jo, hab's. Nether Lava habe ich nur als Genau, Frequenz. das ist Frequenz 1. Wie Okay, viel hast du ja. jetzt an Tesserakten? 8 habe ich gemacht und ich glaube insgesamt sind es 11. Okay. Ja, ich meine, da können wir auch das bestehende System stehen lassen. Und du brauchst ja nur Energie, ne? Ich brauche noch Energie. Einfach eine Deep Storage Unit mit verdammt, verdammt, verdammt viel Cobblestone. Wie viel ist es denn inzwischen? Huch. Etwa 10.000. Das reicht niemals. Nicht näherungsweise. Wir brauchen 32 Millionen. Es geht aber schnell vorwärts, also. Um es schön aussehen zu lassen, würde ich einfach empfehlen, das Tesseract auf die Dynamo-Säulen zu packen. Was? Nochmal? Was? Das Tesseract Ach so. auf die Ich Säulen hätte aus gedacht, da ist Magmatic schon eins. Dynamos. Was? Ja, ich hab schon eins, aber das habe ich ja gesagt, wenn wir so viele haben, können wir es auch gleich weiterverwenden. Und warum dann auf die Dynamos? Weil es schön aussieht. Oder auch nicht. Theoretisch, wenn es nur um Energie geht, kannst du es überall hin platzieren. Das ist total egal. Ach, du hast praktisch nur ein Tesserakt nur für Lava benutzt. Für Lava und die Energie dahin zu schiffen, ja. Hä? Ach so. Du kannst auch das Nether-Lava-Ding nehmen. So ist es nicht. Aber dann bekommst du nur das 50 Minecraft Joule pro Tick, genau. Das heißt Ja, dann 500 RF. mache ich hier Hier ist noch ein mal Slime. Energy auf irgendeiner lustigen Zahl. 666 vielleicht. Das ist eine der lustigsten Zahlen, die ich kenne, ja. Ich habe auch schon lange keine so lustige Zahlen mehr gehört. Geil, ist lustig. Vor allem so hart ausgesprochen, das ist einfach geil. Ich weiß. Sie haben es gemacht. Übrigens, wir haben immer noch nur 9 Sojabohnen. Wow. Nee, ich verwende die ja immer Wow. wieder neu. Also. Ich verwende die ja auch fleißig, so ist nicht. Ja. Du kannst ja mal gießen. Das hilft bestimmt. Brauche ich nicht, ich habe doch schon alle, die ich brauche. Echt? Haben wir schon? Ja, wie Ja. es fresse. Es geklappt. Es lag nicht an dir, es lag an den Katzen, die mich sofort was angestarrt haben. Ja, so in etwa. Da war die Kartoffel. Du Kartoffel, du. Ah, heiß, heiß. Ja. Das Das Spiel neue ist jetzt hier Anmache, du überträgt. Kartoffel. Oh, die Maschine noch irgendwas. Ja, schon wieder das Gods. Ich hab da eben erst drei Stacks reingepumpt. Willst du mich verarschen? Wäre eine Idee. Toast. Mali-Toast. Ja, das Toast ist wichtig. Ja. Auf Wie viel jeden brauchen wir Fall. davon eigentlich noch? Viel. Einfach Wieso? nur viel. Achso, der Rest wird noch gemacht. Wir brauchen insgesamt 10.000.
Wir haben momentan 528. Boah. Das deswegen habe ich, gerade das mittlere Feld von Sojabohnen auf Weizen umgestellt, dass es automatisch farmt. Okay. Ich glaube, ich esse einfach mal einen Toast. Darauf ein Toast. Nein, oh warum? Wir brauchen die Toasts doch. Ist gut, ich habe gesehen, dass wir noch Kartoffeln haben. Sehr viele sogar. Mhm. Danke wem? Jawohl, dank mir. Ja, ja, dank ihm, dank ihm. Schlag dir selbst auf die Schulter. Hab ich schon gemacht. So fest, dass es weh tut, gefälligst. Du bist drauf. War voll. Ich hab kein Wort verstanden. Warum verstehst du noch nix? Was für ein Dialekt ist? Ist so schwer. Also ganz ehrlich, dafür, dass sie die, was sie für ein Dialekt sprechen könnten, sprechen ja auch fast Hochdeutsch. Das stimmt. Versuch's Hochdeutsch zu sprechen, ich könnte auch anders sprechen. Ey, kannst du ruhig machen, ich würde dich wahrscheinlich sogar noch verstehen. Ja, dann mach doch mal so Fun and Giggles. Nur wenn Simon nicht dazwischen redet, natürlich. Ja, ja, mach dir ruhig. Okay, ich bleib beim Normaldeutschen. Ich finde den bayerischen Dialekt jetzt auch nicht so toll. Echt, ist kein bayerischer Dialekt. Englischer. Oh Gott. Beleidigung so, bayerisch. So richtig fränkischer Dialekt. Ich. Jo. Ich kotz sofort her. Ich kotz echt auf meinen Schreibtisch. Das ist so abartig. Ach komm, wenn dieser blöde Presser jetzt endlich mal die letzten paar Tofu-Rollen zusammenpressen würde. Tofu-Rollen. Könnte ich jetzt nochmal die letzten drei Tofu-Bohnen, also die Sojabohnen hier reinlegen, damit er die zu Tofu-Roll, zu rohem Tofu und zu Milch zusammenpresst und dann würde ich jetzt rohe Tofu nochmal da rein tun, dann hätte ich nochmal drei Tofu-Rollen, dann wäre ich fertig mit der blöden Quest. Aber das geht so langsam. Noch 5 Stück und dann habe ich mein Ziel schon fast erreicht. Ja. Und dann gibt's Tofu. Was ist eigentlich ein Mutator? Verstärkt die Chance, dass Bienen mutieren. Mutator, klar. Jo, Mutator. Okay, dann baue ich das mal auch rein. Für die Elviri. Ja, ich baue mir jetzt mal schnell eine Elviri. Die Exemplar und Imprinter. Ist das nicht schön? Stell dir mal vor, du hättest die Elviri komplett aus einzelnen Blöcken bauen müssen. Ach Gott. Ja. Das ist nämlich echt mies, weil wenn man die Blöcke so kriegt und nur so ein paar machen muss, ist das echt viel einfacher. Ja, ich habe jetzt eigentlich keine machen müssen. Ich nur weiß. Nur der Fan und der Heater war. Ich weiß das. Das ist so geil. Muss ich nämlich wirklich auch sagen. Ich meine, ich habe ja auf anderen Servern oder so oder auch im Singleplayer auch öfter mal mit Bienen gearbeitet. Aber ich habe kein einziges Mal eine Elviary gebaut. Viel zu umständlich. Das war mir ja viel zu doof. So gut kann die gar nicht sein, dass es mir die Mühe wert ist. Ah doch, doch, doch. Ist die wirklich so gut? Ja. Markus? Es geht. Au. So viel Erfahrung habe ich mit der jetzt auch nicht. Vor allem weiß ich nicht, ob irgendwas gepatcht wurde. Muss die voll gefüllt sein, die Aviary? Ja. Okay. Fertig! Was denn? Mit der blöden Soja-Quest. Ach so. Toll. Ich stelle mich mal in den Türsturz. Und eine Reward-Bag mit ME-Cable, ME-Precision, Export-Bus, Import-Bus und Storage-Bus. ME oder Fluid? ME, normal. Cool. Ich packe das MI-Zeug mal ins MI-Zeug, ne? Ja. 16 Corn-Seeds, ernsthaft. In der Greater Bag, ja. Alter. Ich hatte 16 Blackberry-Seeds letztens in der Epic Bag, also Fresse. Richtig so ist. Ich hab denselben Kram wie du. Ach, die ganzen Import-Teile? Ja. Lass mal sehen, wie sieht denn deine viel, viel, viel zu abgelegene tolle Farm hier aus? Ziemlich hässlich. Ehrlich, ein Regenschild, das du in die Seite einbaust? Mhm. Das klingt so logisch.
Ja, natürlich. Aviary Lighting und Aviary. 16 Advanced Drawbridges, cool. Oh, das ist nice. Ist eigentlich auch ein Cooler und so, ein Fan drin? Nee, die brauche ich nicht. Ich will hier bloß mal ein bisschen schnell Honey machen mit der da. Ah, mutieren klar. Tue ich dann mit anderen. Das schnelle Geld und so. Aber da brauche ich ja dann wahrscheinlich auch so Alviary. Da gibt es ja auch irgendwie so Import-Export-Dinger. Ich finde es interessant, dass da einfach ein Schalter an der Alviary dran sitzt, aber okay. Stoppt das die etwa oder wie? Nee, das macht das hier rauszieht. Das Ding hier. Achso, ja, ja. Ah ja. Du hast du Network Block als Transmitter, klar. So, jetzt muss ich nur noch wissen, ob das Lighting-Ding. Die Montur hat auch was. Muss mein Schwert auch erstmal rausholen. Wo? Aus den tiefsten Taschen deines Knapsacks oder wie? Ja. Tasches? Ja, ich spreche gut Deutsch. Wo hast du in der kurzen Zeit schon einfach mal einen kompletten Apiary-Rüstung da? Meine Güte. Die habe ich bekommen aus einem Reward-Bag. Oh, ein Frame-Housing. Also aus einem Reward-Bag? Wieso habe ich denn die nicht gekriegt? Achso, ach, aus einem Reward-Bag, klar. Okay, sorry. Tut mir leid. Jung. Das ist cool, die braucht überhaupt keinen Strom anscheinend. Braucht und die auch können nicht. Und die können jetzt bei Nacht arbeiten. Die Aviary braucht wirklich keinen Strom, das hätte ich sagen können. Cool, die können wirklich jetzt bei Nacht arbeiten. Und ja. Bei Regen. Klar, weil das hast du ja eingebaut. Ja, eben. Sehr cool. Weil du hast nämlich die Lighting drin und du hast den Rain Shield. Und du hast eben Mutator mit drin, das macht's dann nochmal besser. Das gefällt mir doch schon sehr arg. Und an sich sollten die einfach standardmäßig ein Stück schneller arbeiten, weil die in so einem riesigen Stück Kram hängen jetzt. Stück Kram. Ich wollte es nicht zu negativ ausdrücken. Das hast du bereits. Tja, Pech. Und die Pisten. Wo haben wir eigentlich die beiden Diamantschaufeln her, die in der einen Toolkiste liegen? Die eine habe ich schon mittlerweile. Das willst du nicht wissen. Doch, will ich. Nein, niemals. Nee, das gefällt mir nicht. Sollten wir diese drei Frames nicht einfach machen können? Diese Untreated Frame, Impregnated Frame und Soul Frame? Könnte man wahrscheinlich sehr schnell machen, ja. Wenn du nichts anderes zu tun hast, machst du es. Mal gucken, Impregnated Frame braucht Impregnated Stick. Carpenter haben wir, Seaboil haben wir. Ja, Baumstämme haben wir auch, super. Dann haben wir noch eine schöne Quest. Okay. Bringen uns 2, 3, 4 Herzen, dann dürften wir noch die 200 heute voll haben. Langsam. Boah. So, ich habe hier auch gleich ein Genetik-Kram fertig. Ach, zwei Study Casing. Den Genetic Imprinter. Den Genetic Sampler war das auch, glaube ich. Mal kurz überprüfen, ob sich die Dinge sind ja relativ teuer. Ach, ihr macht jetzt alle Bienenquests. Oh. Ich kann nicht. Sampler Imprinter. Jo. Okay, die Ding macht, dann mach. Achso, du machst die da. Kann man die anderen auch schon machen? Inoculator und so? Weiß ich nicht. So, jetzt habe ich erstmal den Kram fertig. Bleibt dann mach ich die. Ach Gott, da geht's noch weiter. X-Genetic. Wie viele Magicians Blood Orbs hast du? Weiß ich nicht. Ich glaube 3 oder 4. Gut, weil dann kannst du 3 gleich doch mal eigentlich submitten. Was? Auf Magic and Demons. Oh, okay. Auf ich 3. Ja. Moment. Wo?
Weil dann arbeite ich da noch dran. Dann kann ich da noch dran arbeiten, an den Sachen, die ich noch nicht eingegeben habe. Ganz neu. Cool. Wo kann ich mir den Seed Oil herholen? Was für Nee, das ist alles schon in. Na wohl, wir dürfen es eigentlich noch so haben. Fehlt noch eine, ne? Haben wir das noch? Ja, die habe ich jetzt irgendwie versehentlich an mich gebunden. Kriegst du hier wieder los? AI. Lehe ich gerade. Jo. 34 Buckets sind im AI drin. Wie kann ich mir die rausnehmen? Pass auf, guck mal her. Jo. Das zweite von rechts. Aufmachen. Und da kannst du dann so Cans, die sind im AI, im MI normal drin. Kannst du so einen Can nehmen. Warte, so ist da. Man kann es da gepasst. Links unten reintun. Ah, da, okay. Cool. Und dann kannst du es irgendwo hinschaffen, wo du willst. Jo, besten Dank. Naja, ist ja nur ein Block Gold. Ein Block Gold haben wir ja. Und halt ein bisschen was Adelass hin und her. Niemals. Hast du jetzt die... Nee, danach kam noch Labware. Und das machst du nicht weiter, oder wie? Ich mache jetzt erstmal die Quest, die er mir aufgetragen hat, weiter. Okay, also, ich beschmiere einen Goldblock mit Blut. Ja, dann mache ich die dabei. Ey. Sorry, das war keine Absicht. Dreimal hintereinander. Ja, irgendwie, normalerweise, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich gegessen, wenn er vor mich rennt. Wie soll's haben? Ich finde das Geräusch immer noch geil. Ich glaube sogar fast, wir müssten genug Loot haben. Das ohne irgendwelchen komischen Kram hin und her. Hin und her ist auch ein tolles Wort. 38.000 und so weiter. Und du brauchst, glaube ich, noch 25.000. Boah, jetzt habe ich 4 Buttons gemacht. No, 25.000. Dann saug auf. Ach nee, oder? Was denn? Da braucht man Empty Serum. Und ich glaube, dafür braucht man Royal Jelly. Gut möglich. Haben wir insgesamt nur noch 100 Diamanten? Nein. Oh. Und klar, wir brauchen relativ viel für den, ja, ne? Okay, die Quest ist fertig. Sehr gut. Oh. Moment. Wir hätten 2 Rollbacks und einen Indexer. Zur Auswahl. Moment. 2 Indexer wären schon nicht schlecht. Ist einfach nur Speicherdinger, ne? Ja, für Bienen. Also ich nehme Rewardback. Die rechte. Nehme ich die linke Rewardback. Dann nehme ich einen Indexer. Dankeschön. Bienen dann einfach mir ins Inventar schmeißen. Herz, 100. Und 97. Eine Invisibility Flask wieder. Boah, wie die mir auf die Nerven gehen. Wieso? Weil das ist nicht gerade das, was ich aus einer Great Hack haben will. Ich will irgendwas Great Tolles haben. Great Tolles? Monastic und Pristine und was für eine? Ender. Das ist eigentlich nett. Bist du wo gerade? Ah, da stehst du, hi. Moment. Bienen legen dir zu Füßen. Nein, ich will sie! Ich finde es schon wie bei halbem Leben, weil mir momentan einfach nur Dying angezeigt wird. Ich weiß.
Das ist ja ab unter halbem Leben so. Nee. Eigentlich sehr viel später erst. Nee, ab unter halbem Leben. Ja. Der rechnet ja nur das Leben. Der weiß ja nicht, dass du plötzlich einfach mal eben 26 bis 30 Herzen hast. Eben das meine ich, ja. Übrigens, ist hier ein Creeper oder so explodiert? Oder warum fehlt hier ein Stück Reling? So, damit ist jetzt die Magician's Blood auch fertig. Und so. Weiß ich nicht. Ach, du weißt es nicht. Natürlich weißt du es nicht. Ich bin es nicht gewesen. Willst du mir mal auch dein Zeug geben? Dann nehme ich das gleich mit runter. Hab ich schon. Ach, hast du schon? Hab ich schon irgendwie hingeschmissen, ja. Weil ich noch keinen zweiten Indexer habe. Der steht da. Wo? Hinten. Bei Wien. Ach so, okay.